Moin ihr Baggerluten und herzlich willkommen zu einem kleinen Mal zwischendurch, heute mit Rise of, nee, das muss man anders sagen, Rise of Ukulele Teil 3 von dem lieben The Far, einer meiner Abonnenten und ein junger Indie-Entwickler, hat jetzt halt schon den dritten Teil davon veröffentlicht und, liebe Baggerluten, guckt auf seinen Kanal. Der Junge ist heiß! So! Also, ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich habe zwar ein, zwei Videos irgendwie mal gesehen von alten Sachen. Es handelt sich wohl um ein Jump'n'Run. Beziehungsweise Plattformer-Richtung. Gespielt habe ich es noch nicht. Das ist die Demo-Version. Er hatte mich gebeten: Mensch, magst du das mal zeigen oder hast du mal Lust, das zu spielen? Und ich denke mir: Ja, gut, komm. Das erste, was mir aufgefallen ist, ich nehme das hier jetzt auch als kleines Feedback einfach mal. Na, damit ich quasi an The Far ein kleines Feedback geben kann. Es ist schwierig, wirklich das Ding perfekt so aufzunehmen, dass man auch direkt den Intro-Screen sieht und alles Mögliche. Und das ist noch nicht optimal. Das ist also vom Anfang noch nicht optimal. Wir gehen mal ins Tutorial. Was führt dich denn hierher? Naja, du scheinst heute nicht so gesprächig zu sein. Bewege dich erstmal mit den Tasten A und D und schaue dich danach mit der Maus um. Okay, ja, alles klar, gecheckt. Gut, machen wir weiter. Wie du siehst, ist hier ein kleiner Hügel und ich bin grün geworden. Und doppelt. Um drüber zu springen, drücke einfach die Leertaste. Gedrückt halten, um höher zu springen. Und jetzt bin ich gelb. Hast du schon ein paar Doppelsprünge gemacht? Nein, du hast es gesehen. Und deine beiden Zwillinge auch. Drillinge sind es ja in dem Moment. Okay. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Okay. Habe ich dir schon von rollenden Köpfen erzählt? Ich will dir keine Angst machen, aber das sind nicht deine Freunde. Das ist witzig. Wenn du sie loswerden willst, dann springe einfach auf sie. Und ich bin jetzt pink. Yay! Ich bin wieder lila. Durch die Ninja-Blase bekommst du die Fähigkeit, an Wände zu springen. Um die Blase zu nutzen, musst du sie einfach nur berühren. Okay, und woran erkenne ich jetzt, dass das wirklich gezielt Ninja ist? Das ist doch ein Kleiderbügel mit einem Schal dran, oder nicht? Wow. Ich glaube. Habe ich da nicht gerade so ein bisschen rot geleuchtet sogar? Irre. Cool. Jetzt bin ich türkis. Um das Level abzuschließen, bleibe eine halbe Sekunde im Portal stehen. Okay, danke, das war das Tutorial. Shop? Es gibt hier einen Shop? Können wir aber nicht nutzen. Dann fangen wir doch mal mit der 1 an. Für dich denn hierher? Ist das wieder das Tutorial? Ach, dein Ernst? Ja gut, komm. Dann in die 2. Können wir gar nicht. Wir müssen es nochmal spielen. Okay. So. Ja, ist in Ordnung. Huch. So. Mit der Maus muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ihr seht die ja, wo die ist hier. Hallo. Ja, hatten wir schon. So, pass auf. Aber was ich jetzt schon sagen muss, mir gefällt der Soundtrack. Finde ich gut. Klingt schön. Aber das ist mit einer MIDI-Ukulele aufgenommen, oder? Obwohl ich da schon eher sagen würde, das könnte eine Gitarre sein. Vom MIDI-Klang her. So, yay. Und wir sind selber halt Ukulele. Wir sind selber halt diese... Es tut mir leid, aber wir sind diese kleine, hässliche Ukulele. So. Wow. Jetzt ist es Zeit. Das alles hier nur wegen dir. What? Okay, Bosskampf, alles klar, gecheckt. Warum fehlt mir denn schon... Warum fehlt mir denn so viel... Du bist bei meiner Einweisung anscheinend eingeschlafen. Es sah mir ganz nach einem Albtraum aus. Den Typ, den du gesehen hast. Das war's denn. Jetzt erstmal weiter. Passe jedoch auf dich auf. Gut auf dich auf. Ja, es tut mir leid. Ich hab...
nicht drauf geachtet, dass da irgendwelche Scheiße im Boden war. Ja, komm. Das kriegen wir hin. Okay, müssen wir wohl von hier machen. Ah, okay. Das sind Sprünge, die man auch nicht immer direkt perfekt... Warum wird die Musik auf einmal lauter? Oh, Hilfe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht... Ich habe das Gefühl, das wird tierisch laut auf einmal. Und ich weiß nicht warum. Das war es eben gerade nicht. So, haben wir hingekriegt. Sammle den Tomatensaft ein, um Leben zu reparieren. Oh, du hast ja noch alle Leben. Das ändern wir mal kurz. Wie? Gut, das wär's fürs Nächste. Was? Wie frech. Ach, darum sehen wir das auch. Allgemein. Also nett ist das nicht. Ninja! Okay. So, haben wir hingekriegt. Wo bist du? Typ, komm her. Putz. Also es ist doch nett gemacht, muss man sagen. Ich will wieder in... Ich hätte den bestimmt besiegen können. Oh, hey, Baloo war eben hier. Er hat gesagt, ich soll dir die Baloo-Blase zeigen. Durch das Einsammeln erhältst du den Dreifachsprung und eine erhöhte Geschwindigkeit, verlierst jedoch Sprungkraft. Probier sie am besten noch gleich mal aus. Ich bin Was bin ich? Eine Katze? Und ich bin kleiner geworden, okay? Naja, so wie das bei Katzen halt ist, ne? Wer ist er denn? Willst du meine neue... Oh, wenn du Lust hast, ein paar Accessoires kaufen. Sammle einfach die Lampentaler hier. Okay. Okay. Zum Shop kommst du über die Weltkarte, indem du einfach auf alle anderen Level draufklickst. Achso, genauso, ja. Yay, wir kriegen Münzen. Nein! Boah. Okay, aber ich hätte gedacht, es wäre sofort tot gewesen. Wie gesagt, das ist die Demo-Version. Oh, Vorsicht. Das ist die Demo-Version von dem Spiel. Ja, das schaffe ich. Ja, siehst du mal. Au. Das ist die Demo-Version von dem Spiel. Oh, fuck. Oh, Tomatensaft. Hallo? So. Nee, das wollen wir nochmal ändern hier. Vorausgesetzt, wie soll ich denn da hinkommen? Da komme ich doch gar nicht hin. Wie soll ich denn das machen? Da unten irgendwo. Okay, ich will mich jetzt aber nicht killen lassen. Ich werde das Level abschließen und dann nochmal in das Level gehen. So, jetzt labert er mich wieder voll. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das Spiel kostet viel. Oh, fick mich, wenn ich was Falsches sage. Aber, oh, warte, jetzt wird es wieder so leise. Ich verstehe nicht, warum das Lied so an unterschiedlichen Stellen seine Lautstärke, das Spiel seine Lautstärke ändert. Ein bisschen anstrengend. So, ja, deine Cap ist Arsch. Lass mich mal in Ruhe. Und ich glaube, das Spiel kostet 4,99 oder 3,99. Oder man kann halt so viel zahlen, wie man möchte. Wenn man sagt so, okay, pass auf, ich will den Entwickler ein bisschen unterstützen. Damit vielleicht auch solche Texturen hier mal flöten gehen. Okay, das war scheiße. Das war scheiße. Hey, aber ich glaube, wir haben die Coins. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir die Coins, glaube ich, jetzt extra bekommen. Trotzdem, oder? Oder hatten wir vorher schon 13? Nee. Okay, ich glaube, das ist noch so ein kleiner Bug. Nein, das ist kein Bug, das ist ein Feature. So. Und um das auch einfach mal zu sagen, ich habe das Spiel halt nicht bekommen. Ich spiele hier die Demo-Version. Könnt ihr auch alle erstmal machen. Link ist natürlich wie immer, meine lieben Bagaluten, unten in der Beschreibung drin. Oh, ja, ich habe doch gelesen. Es wäre schön, wenn man das überspringen könnte. So, und jetzt gab das hier... Nein, ach, schon wieder. So, und jetzt muss das hier doch irgendwo gleich so einen Geheimgang geben. Ach, schon weiter da hinten? Okay.
Irgendwie hier. Nee, es funktioniert nicht. Aber hier ist auch schon wieder was. Was soll denn das? Ja, oh Mann, jo. Moment. So, keine Ahnung, ich habe den Weg nicht gefunden. Wir gehen ins nächste. Oh, aber warte mal, wir haben jetzt schon 13 Dinge. Was können wir uns denn kaufen? Coole. Alter, ich will die fucking die Maske haben. Ich hab Bock auf die Maske. So, gehen wir mal ins nächste Level. Yay. Katze. Stimmt, wir sind aber auch wirklich viel schneller. Komm. Hallo? Hallo? Was sollen wir da runterhüpfen? Warte, ich laufe erstmal kurz hier hin. Achso, ach, hier ist nichts. Wow! Okay. Okay, haben wir verstanden. Du arbeitest also mit solchen gemeinen Tricks hier. Mhm, alles klar, haben wir verstanden. Das ist tatsächlich ganz schön fies, findest du nicht? Oh, nicht gesehen. Da kann man ja... Ach, das ist ja unglaublich. Da kommt man ja... Oh, oh, wer ist er denn? Vitello. Okay. Klatsch, klatsch. Ich mag den Soundtrack trotzdem noch. Also den würde er ja letztendlich auch selber einprogrammiert haben, ne? Aber ist schon gut. So. Okay. Ja, das kriege ich auch. What? Ich wollte gerade sagen, das kriege ich noch hin, aber what? Habe ich nicht hingekriegt. Mann, komm schon. Naja, das geht natürlich. Ah, okay. 13 und 4 in diesem Level gesammelt. Das wird's sein. Hm. Ist richtig, ne? Ja, alles klar. Und dann werden die erst gut geschrieben. Hm, genau, alles klar. Habe ich gecheckt. Hat er gecheckt. Das ist witzig mit dem, mit diesen Bandagen da halt rum. Komm schon. So. Unten ist nix. Wow, hallo. Wow! Spuckeschmeißer hier, oder was? Vogel! So, wo bin ich jetzt eben gerade? Ich bin hier gerade eben irgendwo verreckt, ne? Ach, weil ich voll in die Dinger da rein bin. Alter, Finne. Das war jetzt auch nicht so easy wie gedacht. So, nächstes Level. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Mario 3? Okay, das geht hier noch weiter. Katze! Scheiße, komme ich da noch hin? Hier war Katze, ne? Ja, Katze! Ich nehme einfach den einfachen Weg hier unten durch. Ah, scheiße. Oder sag nicht, ich habe mich hier jetzt eingebaut. Das wäre ja auch Arsch. Na komm. Ah, okay. Ich glaube, ich muss... Ah, siehst du, ich musste den sogar nehmen. Wäre das nichts geworden. Und nu? Aber hier nicht. Ah, okay. Nein. So, hör. Ach, verdammt, komm schon. Oh, das ist auch gerade nicht easy. Shit. Na, komm weiter. Alter. Junge. Nein. 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 Nein.
Du Sau, ey! Aber es war auf jeden Fall der richtige Weg. Was schon mal gar nicht scheiße ist. Das war blöd. Na, komm schon, nochmal. Wer ist Baloo? Ist das deine Katze? Katervieh-Teil? Oder was? So. Nee, es war falsch. Weiter, runter, runter, runter. Genau, so hin. So hin. Ach, den Doppelsprung kann ich da doch so hin machen. Das ist aber... Moment. So. Nee, das klappt so. Nein, 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 nein! Mann! Kacke Arsch, komm schon! So. Nee, da wieder hoch. So einige Stellen sind halt ein bisschen schwierig auch. Muss man gestehen. Ist auch schön. Wenn es einen ansprechenden Schwierigkeitsgrad. Oh, Alter. Ist ungewöhnt von den Sprungfähigkeiten, ne? So. Den hole ich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Das mache ich nicht nochmal. Aha, pass auf. Okay, ich glaube, da habe ich aber rein theoretisch eine Chance anzukommen da oben, oder? Aha! Toll, bringt mir nichts. Da ich es geschafft, da hochzukommen, es bringt mir nichts. Super! Okay, aber so... Also ich meine, ich bin ja Musikfan, aber so langsam darf sich der Soundtrack auch mal ändern. Denn da jetzt hin... Nee. Nö. Oh! Sich hier aber umzusehen mit den Mausgedöns lohnt sich. Oh, ich hoffe, ihr könnt da überhaupt noch verfolgen. Das ist manchmal jetzt ein bisschen schnell und fast. So, super. Alles klar. Oh, vielen Dank, dass du die Demo von Rise of Ukulele gespielt hast. Schreib mir gerne deine Meinung zum Spiel auf YouTube. Weitere Level sind nur in der Vollversion verfügbar. Moment, ich möchte nochmal gerne zurück. Pass auf, und dann nehmen wir jetzt nochmal den Shop. Kann ich die jetzt... Nochmal, warte mal, ich müsste die doch... Wie viel kostet der? 102, Alter. Ich glaube, wir nehmen die coole Brille hier. So. Okay, Karte. Habe ich die jetzt ausgewählt? Oder habe ich die jetzt sogar zweimal gekauft? So, pass auf, dann machen wir nochmal das. Jetzt ist es Zeit. Das alles hier nur wegen dir. So, Stan, wir werden dich vernichten. Na. Okay, diese Holzsplitter da muss man drauf achten. Ah, okay, okay, okay. Ja, ach, scheiße, ich muss da immer... Nein, 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 nein. Aber ich habe mich gut geschlagen. So, alles klar, auf jeden Fall. Das war Rise of the Ukulele, Teil 3, die Demo davon. Ich glaube, es gibt noch mehr als diese zwei Level, würde ich jetzt behaupten. Ich glaube, es gibt noch so ein paar andere Stages insgesamt, wo man was machen kann. Fazit. Also, wenn ich jetzt so kurz das mal Revue passieren lasse, also, ich habe ja echt versucht, weiterzukommen, ne? Und auch nach den Secrets zum Großteil gesucht, bis irgendwann so der Punkt kam, so, ach, don't give a fuck, weiter. Aber sonst? Doch, also, ich muss selber gestehen, es ist... Es hat mich mehr gepackt als erwartet. Aber wie gesagt, also was ich dir auf jeden Fall nochmal als Feedback geben möchte, als konstruktive Kritik. Ich kann das Spiel nicht so aufnehmen, dass man am Anfang dein The Far Designs, was da steht, vor allen Dingen steht es auch noch super kurz da, ne? Vielleicht gab man eine halbe Sekunde oder was.
das vielleicht verlängern und anzeigen lassen, sodass auch mein OBS damit hinterherkommt, damit ich es anzeigen lassen kann und auch den Leuten das zeigen kann. Hier da unten, The Far, der heiße Boy. Dann die Hintergrundgeschichten an den, na, wo hier auch der Himmel quasi im Hintergrund zu sehen war, der hellblaue, das ist so an einigen Stellen da so, sah so halt aus so wie einzelne Layers, die irgendwie nebeneinander gelegt worden sind. Und gerne noch einen zweiten Soundtrack. Oder einen dritten. Sodass sich alle vier Maps vielleicht irgendwie die Sounds ändern. Das wär vielleicht ganz ansprechend. Und dass der Sound mal auf einer Lautstärke bleibt. Bam, 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 bam. Sonst mag ich ihn aber echt gerne hören. Als ich das hier eingestellt hatte, hatte ich das quasi im Hintergrund laufen. Und hab die Musik halt die ganze Zeit gehört. Also ich fand das gar nicht scheiße. Aber jetzt so nach Einstellung plus 21 Minuten, also sagen wir mal eine halbe Stunde oder was, da kann ich so langsam mal wieder was anderes hören. Das ist so wie mit hartem Metal, mit richtig hartem Metal. Da kann ich mir auch irgendwie vielleicht eine Viertelstunde was anhören und dann brauche ich erstmal was anderes. Ja, Ukulele, harter Metal. Wir haben es verstanden. Ja, was gibt's zu erzählen? Sonst noch Rise of Ukulele 3 in der, ne, Version 1.0.0, also dementsprechend die Released-Version, wenn ich das richtig sehe. Und, Made by the Far, ist klar, hier ist es. Also so das hier zum Beispiel von der Schriftart und alles, das finde ich von der Pixel-Art, finde ich das schick. Das gefällt mir zum Beispiel wieder. Erinnert mich auch so ein bisschen noch an Minecraft und so ein bisschen an solche Sachen so, ne, mit dem so und so. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Okay, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Guckt gerne mal unten da vorbei, holt euch auch mal die Demo, spielt das mal selber, dann werdet ihr sehen, dass das gar nicht mal so easy ist. Guckt vielleicht auch mal, ob ihr vielleicht diese Secrets findet, die ich nicht gefunden habe. Dürft ihr auch gerne hier unten unter das Video posten auf YouTube. So, Link in der Beschreibung. Winke, winke, ciao und tschüss. Kinoplastin Quatsch.